Lawinen sind ein dramatisches und oft tödliches Naturphänomen. Das plötzliche Abrutschen von Schneehängen wird durch Vibrationen ausgelöst, etwa durch Skifahrer oder Snowboarder, die nicht selten unter der Schneelast begraben werden. Eine Lawine löst sich meistens, nachdem sich eine neue Schneedecke auf einen Steilhang gelegt hat. Wenn Schnee an der Oberfläche taut, bildet sich eine Eisschicht. Je mehr neuer Schnee darauf fällt, desto eher droht dieser auf der alten Schicht abzurutschen. Ein einzelner Skifahrer reicht aus, um die Schneemassen ins Rutschen zu bringen. Lawinen können innerhalb von Sekunden 130 Kilometer pro Stunde schnell werden und alles mit sich reißen, was ihnen im Weg steht. In der Nähe bewohnter Regionen können sie Menschen unter sich begraben, Strommasten umreißen und Straßen und Gebäude zerstören. Wintersportregionen treffen Vorsorgemaßnahmen. Massive Gitter oder Stahlnetze sollen die Schneemassen stoppen. Vorsorgliche Sprengungen sollen besonders gefährdete Berghänge entlasten.